Pferdewetten 29.04.2019 Bordeaux große Gewinne mit Quantenmechanik String Theorie künstlicher Intelligenz Outgoer D. Seltzer McKenzie, YouTube. Heute ist Montag, der 29. April 2019 und wir haben jetzt etwa 15 Uhr. Ich komme gerade aus dem hiesigen Wettbüro und habe im französischen Bordeaux das heutige zweite Pferderennen um 14.25 Uhr gewettet, mit folgenden Pferden. Pferd Nummer 1 Vorig Ast 900, Zeit 0,001044 und Kurztendenz 18.04.19. Pferd Nummer 2 Vorig Ast 100, Zeit 0,0009860, Kurzform 30.03.19. Pferd Nummer 3 Vorig Ast 670, Zeit 0,0008963, Kurzform 13.04-19. Pferd Nummer 4 Vorig Ast 75, Zeit 0,0009901, Kurzform 24.03.19. Pferd Nummer 5 Vorig Ast 38 Zeit 01.029 und Kurzform 5.04.19. Pferd Nummer 6 Vorig Ast 50 Zeit 0,0009166 und Kurzform 7.04.19. Pferd Nummer 7 Vorig Ast 88 Zeit 0,0009166 und Kurzform 7.04.19. Pferd Nummer 8 Zeit 0,0008859 und Kurzform 20.03.19. Pferd Nummer 9 Vorig Ast 470, Zeit 0,0008993 und Kurzform 13.04.19. Pferd Nummer 10 Vorig Ast 260, Zeit 0,0008772 und Kurzform 14.04.19. Pferd Nummer 11 Vorig Ast 230, Zeit 0,0001012, Kurzform 23.03.19. Pferd Nummer 12 Vorig Ast 66, Zeit 0,0009218 und Kurzform 2.03.19. Pferd Nummer 13 Vorig Ast 96, Zeit 0,0008988 und Kurzform 13.04.19. Ich habe ausgerechnet, dass dieses Rennen über 1600 Meter in einer Zeit von 1 Minute und 42,5 Sekunden gelaufen werden müsste. Gewettet habe ich dann auf die Pferde 4, 2010-11. Dann wurde das Rennen gestartet und in fast vorberechneter Zeit von 1 Minute 42,52 Sekunden gelaufen und gewettet und gewonnen hatte ich, ja Pferd Nummer 4, als zweites ist Pferd Nummer 10 eingelaufen und als drittes Pferd Nummer 6. Da ich ja das Siegpferd Nummer 4 gewettet habe, habe ich eine Quote von 8,1 bekommen.